Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 13, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Änderung der hessischen Ladenöffnungszeiten. Berichterstatter ist der Abg. Merz. Ich bitte um Berichterstattung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Beschlussempfehlung und Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Änderung des hessischen Ladenöffnungsgesetzes. Beschlussempfehlung: Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und DIE LINKE gegen die Stimmen der Fraktion der FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Vielen Dank. Als Erstes spricht Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich hatte schon das Gefühl, dass ich jetzt auch das Ladenschlussgesetz am besten mit Frau Hinz diskutiere. Aber der Sozialminister hat sich ja dann auch noch eingefunden. Aber das hätten wir sicherlich auch noch hinbekommen. Meine Damen und Herren, die Situation beim hessischen Einzelhandel ist keine einfache. Das ist sicherlich in Hessen nicht anders als sonst wo in Deutschland. Wenn wir uns das einmal anschauen, Darmstadt, meine Damen und Herren, Darmstadt hatte einmal 4 verkaufsoffene Sonntage. Davon waren 3 in der Innenstadt. Und einer davon, der sogenannte Stadtteilsonntag, war den Stadtteilen vorbehalten. Meine Damen und Herren, in Darmstadt gibt es jetzt nur noch 2 verkaufsoffene Sonntage. Das ist der Ausfluss dessen, dass es in Darmstadt scheinbar sehr aktive Gewerkschaftler gibt und Kirchen, die es einfach nicht einsehen wollen, meine Damen und Herren, weil sie ja so fleißig geklatscht haben von der LINKEN, dass es dort zu erheblichen Umsatzverlusten kommt, dass es da eine Schwächung des innerstädtischen Einzelhandels gibt, dass es damit einhergeht, am Ende auch ein Arbeitsplatzverlust. Das beklatschen dann die LINKEN, bemerkenswert. Und am Ende natürlich auch eine Schwächung des mittelständischen Einzelhandels. Meine Damen und Herren, der Einzelhandel steht vor großen Herausforderungen. Das ist das Internet, das ist die grüne Wiese. Das sind aber auch Verordnungen und über Energieeinsparverordnungen oder Entsorgungsverordnungen. Mit vielerlei Dingen wird der Einzelhandel überzogen, die den am Ende das Leben schwer machen. Und die verkaufsoffenen Sonntage, meine Damen und Herren, und wer das nicht glaubt, wenn Sie mir nicht glauben wollen, lesen Sie die Stellungnahme vom City Marketing Verein in Darmstadt. Da können Sie es nachlesen, meine Damen und Herren, zu welchen Verwerfungen es kommt. Und dass die verkaufsoffenen Sonntage ein Instrument sind, um ein Profil der Innenstädte zu bilden, auch das können Sie nachlesen. Dass verkaufsoffene Sonntage dazu geeignet sind, die Akteure im innerstädtischen Einzelhandel, aber auch der Gastronomie, aber auch der Kommunalpolitik zusammenzuführen. Meine Damen und Herren, ganz klar sind das Instrumente, die der verkaufsoffene Sonntag mehr ist, als nur, dass man seinen Laden öffnet. Und auch für die Stadtteile, meine Damen und Herren, ist das natürlich auch eine Gelegenheit, den Fokus der Verbraucher auch mal auf diese so manchmal vergessenen Stadtteile wieder zu lenken, um dort wieder Kaufkraft zu gewinnen. Und auch wenn das DIE LINKE nur überhaupt nicht hören will, auch gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einzelhandel nehmen diese zusätzlichen Gelegenheiten sehr gerne an. Es gibt bei großen Warenhäusern Wartelisten von Mitarbeitern, die sagen, kann ich auch am Sonntag arbeiten. Wenn Sie das nicht glauben wollen, wenn Sie mir das wieder nicht glauben wollen, dann lesen Sie doch die Stellungnahme des Deutschen Frauenrings dazu nach in der Anhörung. Die sagen ganz klar, dass es im Verbraucherinteresse sein könnte, dass das, solange es nicht zu einer Aus-, was sind Sie denn eigentlich so aufgeregt? Ja, Sie lesen lieber das, was Ihnen die Gewerkschaften aufschreiben. Aber Sie können das auch z.B. lesen, was der Landesfrauenrat aufgeschrieben hat. Ihre These, dass diese verkaufsoffenen Sonntage frauenfeindlich sind, ist mit der Anhörung überhaupt nicht zu halten. Meine Damen und Herren, wenn die Rechtsgrundlage es halt schwierig macht, nützt es eben am Ende auch nichts, dass eine Landesregierung mit
Programmen wie Ab in die Mitte oder Inge, Business Improvement Districts oder aktive Kernbereiche, viele Aktivitäten eben wieder ins Leben rufen will, um so etwas zu korrigieren, meine Damen und Herren. Am Ende, jeder, der sagt, diese verkaufsoffenen Sonntage funktionieren nicht, mag mal dorthin gehen. Die Abstimmung findet mit den Füßen statt. Die Verbraucherinnen und Verbraucher nehmen diese Gelegenheit zum Einkaufen sehr, sehr gerne an, bevor sie dann ins Internet gehen. Gehen Sie auch gerne mal wieder zu Ihren Händlern in die Innenstadt. Kennen Sie eigentlich auch den Artikel 140 Grundgesetz? Ja, den kennen wir auch. Die Kritik von den Kirchen und von den Gewerkschaften, Herr Schaus, ist mir ja durchaus nicht fremd. Und Sie müssen dann einmal erklären, wo denn das mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Da haben Sie aber überhaupt gar keinen Anhaltspunkt für diese These. Meine Damen und Herren, dann wären ja sämtliche verkaufsoffenen Sonntage in Deutschland verfassungswidrig. Das ist aber eine gewagte These, Herr Schaus. Die müssen Sie aber einmal belegen. Nein, das ist klar. Meine Damen und Herren, Rechtsunsicherheit hat am Ende dazu geführt, und das ist das, was wir mit unserem Gesetzentwurf wiederherstellen wollen. Das sagen auch Vertreter der kommunalen Familie. Das sagt in der Anhörung der Hessische Städtetag. Das sagt aber auch der Hessische Städte- und Gemeindebund und weist noch einmal ausdrücklich auch auf die schwierige Situation bei den Gemeinden im ländlichen Raum hin. Und meine Damen und Herren, die gehen auch so weit, dass sie sagen, natürlich findet eine Wettbewerbsverzerrung statt, nämlich in dem Moment, wo es in einer Stadt wie Darmstadt besonders der Fokus gerichtet wird und in einer anderen Stadt das eben nicht passiert. Da scheint es doch so zu sein, dass in manchen Städten die Gewerkschaften dann immer etwas genauer hinschauen. Das mag etwas mit Akteuren vor Ort zu tun haben. Nur für eine Rechtssicherheit sorgt das eben nicht. Und genau das wollen wir mit unserem Gesetzentwurf erreichen. Meine Damen und Herren, wenn Sie in der Diskussion im Ausschuss, aber auch hier im Landtag, da war ja der Vorwurf in unserem Gesetzentwurf, es könnte zu einer Inflation von verkaufsoffenen Sonntagen kommen. Ich will an dieser Stelle, da ist ja noch ein Fachmann, an dieser Stelle mal klar sagen, ein Blick ins Gesetz hilft an der Stelle. Keine Verkaufsstelle, kein Geschäft in Hessen dürfte mehr als viermal im Jahr öffnen. Daran ändert sich überhaupt gar nichts. Und das, was Sie als skizziert haben, um sozusagen unserem Gesetzentwurf nichts abgewinnen zu müssen, meine Damen und Herren, das ist wohl eher so die Ausfahrt für Helden. Die Industrie- und Handelskammer hat Ihnen klar gesagt, das, was Sie hier skizziert haben, dass es hier eine flächendeckende Öffnung von Geschäften kommt, flächendeckend in Hessen, wäre wohl eher sehr theoretischer Natur. Und, meine Damen und Herren, es gibt auch dann Vertreter bei den Anzuhörern, die sagen, dass das auch ein Beitrag wäre, um interkommunale Zusammenarbeit, interkommunale Kooperation und Flexibilität zu schaffen, die sogar den Kommunen helfen würde, ein Stück weit personelle Ressourcen einzusparen. Meine Damen und Herren, ich habe diesen Vorwurf sehr ernst genommen, weil der ist erklärungsbedürftig. Das gebe ich gerne zu. Das erschließt sich nicht beim ersten Lesen. Da muss man schon einmal darüber nachdenken, was die Freien Demokraten hier an Flexibilisierung vorschlagen. Und, meine Damen und Herren, in den Gesprächen mit den Vertretern des Einzelhandels war ganz klar, dass sie gesagt haben, um Gottes Willen, versucht auch irgendwo mit den regierenden Fraktionen, mit den der regierungstragenden Fraktionen, einen Kompromiss hinzubekommen. Wenn Ihnen das gelingt, Herr Lenders, wären wir Ihnen sehr dankbar. Weil für uns ist das wirtschaftlich wahnsinnig wichtig, dass wir diese Änderung, die Sie vorgeschlagen haben, tatsächlich umgesetzt wird. Meine Damen und Herren, wir sind auf Sie zugegangen und haben durchaus gesagt, lassen Sie uns einen Kompromiss finden. Das ist bei Ihnen bisher nicht auf fruchtbaren Boden gestoßen. Deswegen beantrage ich hier von dieser Stelle aus die dritte Lesung, dass wir unter Umständen auch noch eine Änderung an dem Gesetz vornehmen werden, um dort klarzustellen, dass die Kritik, dass es zu einer flächendeckenden Ausweitung von verkaufsoffenen Sonntagen nicht kommen kann. Meine Damen und Herren, dann freuen wir uns auf die Beratung im nächsten Jahr. Vielen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Decker, SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es gibt Dinge, die durch regelmäßige Wiederholung nicht besser werden, und das gilt auch für zweite Gesetzeslesungen. Und auch dann nicht, wenn zwischen der ersten und der zweiten Lesung nahezu exakt 12 Monate liegen. Da fehlen, glaube ich, noch 24 Stunden. Das letzte Mal haben wir am Plenum am 18. Dezember 2014 hier darüber gesprochen. Und insofern könnte man auch sagen, es ist ein kleines Ladenhütergesetz. Aber lassen wir das einfach mal. Herr Rentsch, gucken Sie nicht so ernst. Denken Sie an das chinesische Sprichwort, wer nicht lächeln kann, sollte keinen Laden aufmachen. Aber wir sind in vorweihnachtlicher Freude. Wir können das auch hier in aller Lockerheit und trotzdem Ernsterheit machen. Ja, das bekommt, wir kommen noch dazu. Nein, zwischendurch hatte ich gedacht, weil es etwas länger gedauert hat, das hing mit den Ausschussberatungen zusammen, Sie hätten den Entwurf aus dem Verkehr gezogen, weil Sie gemerkt haben, dass er keinen großen Nachhall findet. Aber jetzt ist er wieder da, und jetzt handeln wir ihn auch ab. Und wir hatten Ihnen damals schon von Seiten der SPD-Fraktion unsere großen Bedenken deutlich gemacht, meine Damen und Herren, weil der Gesetzentwurf doch ziemlich massiv daherkommt und es doch zu beträchtlichen und aus unserer Sicht umfänglichen Änderungen kommen soll. Und, Kollege Lenders, was Sie eben vorgetragen haben, das können wir hier noch nicht so ganz glauben. Das müssten Sie uns dann schon mal schriftlich auf den Tisch legen. Und es ist in der Tat, ich sage Ihnen, wenn das eins zu eins umgesetzt würde, würden wir hier der Vermehrung der Sonntagsarbeit, weil durch das Ladenöffnungsgesetz wäre es dann möglich, Tür und Tor öffnen. Und Sie wollten uns das damals nicht glauben. Und ich glaube, bei der Anhörung haben Sie doch sicherlich gemerkt, wie breit die Front der Ablehnung gegen eine Änderung des Ladenöffnungsgesetzes ist. Ich war in der gleichen Anhörung wie Sie. Und wenn ich mir die angucke, und das waren nicht nur die Gewerkschaften, es waren nicht nur die Kirchen, es waren eine ganze Reihe anderer Verbände. Und auf Seiten der Industrie und des Handels ist auch nicht gerade Hurra geschrien worden. Aber lassen wir es einfach so stehen. Ich denke, meine Damen und Herren, es ist in der Tat das Problem, was Sie vorhaben. Sie bleiben bei den 4 Sonntagen, die sollen im Gesetz bleiben. Aber es ist die Ausdehnung, die Flexibilisierung auf die verschiedenen Stadtteile. Und ich habe Ihnen das damals mal am praktischen Beispiel der Stadt Kassel vorgerechnet, was dabei herauskommen kann mit mehreren Stadtteilen. Und das ist bisher nicht entkräftet worden, meine Damen und Herren. Und den Braten haben auch viele der Anzuhörenden gerochen. Und deswegen war die breite Ablehnungsfront auch so groß. Und vielleicht waren wir in der Tat bei unterschiedlichen Anhörungen, aber wir können uns in der dritten Lesung ja gerne noch einmal mit dem, wenn Sie das in der Tat beantragen wollen, gerne noch einmal mit befassen. Der zweite Punkt ist, und den wollen wir hier nicht außer Betracht lassen, der zweite Punkt der Änderung ist ja auch so elementar. Sie wollen die Anlassbezogenheit einfach aus dem Gesetz rausnehmen. Ja? Das heißt, es gibt dann keinen Anlass mehr. Das kann also jeder dann nach Freidünken sagen, ich mache jetzt einen verkaufsoffenen Sonntag. Und früher war das immer an ein marktkonformes Ereignis gebunden. Das ist auch noch heute so und ist auch immer ein wunderbarer Event. Und jetzt will ich Ihnen noch einmal sagen, Sie haben gesagt, wie wichtig das für die Städte ist, für die Entwicklung der Städte. Also, ich komme aus Kassel. Und Kassel hat sich prächtig entwickelt, aber doch nicht, weil wir mehr verkaufsoffene Sonntage haben. Das hat doch ganz andere Hintergründe, meine Damen und Herren. Jedenfalls nicht den. Das ist wohl ziemlich klar. Und ich sage Ihnen das, was wir in vielen anderen Debatten auch schon seitens der SPD-Fraktion gesagt haben. Und wir haben immer gleichgelagerte Debatten dazu gehabt. Es waren die Debatten um die Sonntagsarbeit. Es war die Debatte um die Bedarfsgewerbeverordnung. Und es waren auch mehrfach Debatten im Zusammenhang mit Amazon in Bad Hersfeld. Hatte zwar andere rechtliche Hintergründe, weil es da um Tarifauseinandersetzungen ging, aber immer ging es letztendlich um das Thema des verkaufsoffenen Sonntags bzw. um Arbeit an Sonntagen. Und nur mal aktuelle Ergänzung dazu. Der RP Kassel hat ja jetzt vor wenigen Tagen verfügt, dass man diesmal im Weihnachtsgeschäft bei Amazon aufgrund der Tarifauseinandersetzung nicht arbeiten kann. Das galt für den vorangegangenen Sonntag und gilt für den künftigen Sonntag, also für den 20. Und, meine Damen und Herren, was wir auch nicht außer Acht lassen dürfen bei der Bewertung dieses ganzen Gesetzentwurfs, ist, dass es höchstrichterliche Rechtsprechung gibt, die ausdrücklich den Sonntag unter den Schutz stellt, meine Damen und Herren. Und das wollen wir beibehalten. Und ich meine, wir sollten in diesem Hause auch nicht permanent mit dem gleichen Kopf vor die gleiche Tür laufen. Lassen Sie uns doch einfach einmal die Menschen respektieren, die Menschen, die den ganzen Tag, die ganze Woche arbeiten. Und deswegen für meine Fraktion noch einmal, für uns kommt dem Sonntag nach wie vor große Bedeutung zu. Bedeutung für die Familie,
Bedeutung für Kultur, Vereine, für Sport, Bedeutung natürlich für Religion und Kirche und natürlich auch Bedeutung für jeden Einzelnen, denn der ist mal froh, wenn der mal von der Hetze des Alltags und wenn er die ganze Woche gearbeitet hat, zumindest mal einen Tag in der Woche hat, wo er mal entspannen kann, meine Damen und Herren. Und ansonsten sage ich Ihnen ziemlich klar, deshalb noch einmal, die Sonntagsruhe sollten wir den Menschen nicht ohne Not nehmen, meine Damen und Herren. Und zum Schluss, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie der Kollege Rentsch weiß es, der kommt aus Nordhessen. Wissen Sie, wie wir Ladenschluss auf Nordhessisch übersetzen? Klingt ein bisschen chinesisch. Honshon zu. Das ist witzig, aber da ist viel dran und dabei bleiben wir. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Lenders, also um mit Herrn Deckers Worten noch einmal zu sprechen, um das aufzugreifen. Sie haben uns jetzt wirklich überrascht mit Ihrer dritten Lesung. Und ich sage mal, Sie wollen also jetzt Ihren verstaubten Ladenhüter über Weihnachten, Neujahr sozusagen wieder einstauben lassen. Ich hoffe, dass, wenn Sie den Ende Januar sozusagen wieder rausholen, dass Sie dann keine Hustenanfälle kriegen, wenn da so viel Staub angesetzt ist. Also insofern ja, denke ich da sozusagen auch sehr wohlwollend an Ihre eigene Gesundheit. Aber Spaß beiseite. Der na ja, so grimmig, wie Sie die ganze Zeit gucken, Herr Rentsch, ja, also bin ich sowieso nicht sicher, ob Sie Spaß verstehen überhaupt. Also insofern. Ja. Also. Meine Damen und Herren, der Sonntag ist kein Tag wie jeder andere. Das Grundgesetz, genau, ja, wart doch mal ab. Ich komme, ja, jawohl. Ja, gut, mach das mal. Der Sonntag ist kein Tag wie jeder andere. Das Grundgesetz erklärt deshalb ausdrücklich den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung für gesetzlich geschützt nach Artikel 140 Grundgesetz. Darauf habe ich bereits eingangs meiner Rede in der ersten Lesung des vorliegenden Gesetzentwurfs hingewiesen. Genau, und der Kollege Bocklet hat es gemerkt. Ich bin sehr froh, dass diese Verfassungsnorm auch von vier Fraktionen dieses Hauses grundsätzlich geachtet wird. Das hast du nicht mehr in dem Manuskript stehen. Nur, dass die FDP, die sich selbst gerne als Verfassungspartei darstellt, steht da weiterhin abseits und versucht immer wieder, eine Aufweichung vorzunehmen. Das war schon zu Regierungszeiten so, als die Sonntagsöffnung absurderweise für Videotheken und Bibliotheken durchgesetzt werden musste. Längst wird aber nicht nur in Krankenhäusern, in Altenheimen, bei der Polizei und der Bahn, an Tankstellen und in der Gastronomie auch sonntags gearbeitet. Mittlerweile arbeiten mehr als 25% regelmäßig sonntags. Diese 11,5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind weit mehr als diejenigen, die für die Aufrechterhaltung der Versorgung, des Verkehrs, des Gesundheitswesens oder der Sicherheit unserer Bürger benötigt werden. Zunehmend kritisieren Kirchen, Gewerkschaften, soziale Verbände und auch Einzelpersonen, dass zahlreiche Veranstaltungen nur als Beiwerk ins Leben gerufen werden, um das Erfordernis des Gesetzes formal zu erfüllen. Mehrere Gerichte haben deshalb vor Ort beantragte Ladenöffnungswünsche bereits als nicht zulässig beurteilt. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat diese Entscheidung voll inhaltlich bestätigt. Immer wieder wird von Teilen der Bevölkerung gefordert, auch an Sonntagen die Möglichkeit zu haben, umfassend alles einkaufen zu können. Ist diese kritiklose Hingabe an den grenzenlosen Konsum für uns wirklich unverzichtbar? Soll das modern und zeitgemäß sein? Ich sage nein. Ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage, lautet der Slogan der Allianz für den Freien Sonntag, in dem sich Kirchen, Gewerkschaften und Verbände zusammengeschlossen haben, um gegen die ausufernde Sonntagsarbeit vorzugehen.
und sie haben auch zwischenzeitlich einige Erfolge, insbesondere vor den Gerichten, erzielt. Wir unterstützen diese Allianz nach Kräften und werden auch weiter das Thema Sonntagsarbeit in den Landtag auf die Tagesordnung setzen. Zu den Erfolgen der Gewerkschaft Verdi zählen wir auch, dass die – Kollege Decker hat es eben angesprochen – von der noch immer bestreikten Firma Amazon in Bad Hersfeld für den 13. und 20. Dezember beantragte Sonntagsarbeit vom RP Kassel abgelehnt wurde. Es hat lange gedauert, meine Damen und Herren, bis die Landesregierung eingesehen hat, dass sie mit der Genehmigung von Sonntagsarbeit ihre Neutralitätspflicht im Streikfalle verletzt. Eine gleiche Entscheidung allerdings wäre uns auch bereits bei der Genehmigung der Sonntagsarbeit beim Poststreik im Sommer dieses Jahres wichtig gewesen. Wenige Wochen nach dem großen Erfolg der Gewerkschaft Verdi und der Kirchen beim Bundesverwaltungsgericht hat die FDP ihren Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem Ziel, den Sonntagsschuss, den ja gerade erst durch die Gerichte, der ja gerade erst durch die Gerichte bekräftigt wurde, wieder aus den Angeln zu heben. Die FDP-Landtagsfraktion fordert hierin, die Ladenöffnungszeiten in Hessen neu zu regeln und tut nach wie vor so, als wären ihre vorgeschlagenen Änderungen nur von geringer Auswirkung. Der vorgelegte Gesetzentwurf stellt aber einen Generalangriff auf den verfassungsrechtlich geschützten freien Sonntag dar. Die FDP versucht damit, unter Umgehung der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, die jüngst sogar nochmals in einem aus Bayern kommenden Verfahren bestätigt wurde, und unter Umgehung der Rechtsprechung zur Hessischen Bedarfsgewerbeverordnung die festgestellten Rechtsgrundsätze wieder aufzuweichen. Die vorgesehene Streichung des Erfordernisses eines Sonderereignisses, also einer Kerb, einer Messe oder eines großen Stadtfestes im derzeit geltenden Gesetz, verfolgt einzig und allein den Zweck, die großen Einzelhandelsunternehmen zu begünstigen. Die Möglichkeit, Sonntagsöffnungen nun viermal pro Jahr anlassfrei sogar für einzelne Stadtteile und nicht nur für eine Stadt in ihrer Gesamtheit zu genehmigen, führt in allen großen Städten quasi zu uneingeschränkten Öffnungszeiten an allen Sonntagen des Jahres. Beispiel: Frankfurt hat 56 Stadtteile. Dort könnte also an jedem Wochenende in einem anderen Stadtteil eine Ladenöffnung stattfinden, wenn man der FDP folgt. Das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Bei der durchgeführten Anhörung fand das FDP-Gesetz nur wenig Zustimmung, und zwar bei Verbandsvertretern des Einzelhandels und bei einzelnen Bürgermeistern, die allein unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten – und genau das hat ja Herr Lenders vorgetragen, und deshalb habe ich Sie ja auch darauf hingewiesen auf Artikel 140 Grundgesetz – alleine unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten einen unsolidarischen Wettbewerb mit ihren Nachbarkommunen austragen wollen. Und genau das wollen Sie unterstützen, einen unsolidarischen Wettbewerb. Bei allen anderen Verbandsvertretern im Übrigen, Vertretern der Kirchen und der Gewerkschaften, fiel der Gesetzentwurf glatt durch. Der Vertreter der evangelischen Kirche am Sitz der Landesregierung wies auch eindrucksvoll darauf hin, dass es das Sonntagsarbeitsverbot bereits seit 1700 Jahren gibt, also ein altes Recht sozusagen aus dem Jahre 300. So. Die FDP 300 wie viel bitte? 321. Danke schön, Kollege Bocklet. Die FDP-Forderung ist eine deutliche Kampfansage an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie auch an kleine und mittelständische Betriebe. Denn die großen Einzelhandelskonzerne, Herr Lenders, haben die Sonntagsöffnung längst als ihr Instrument zur Verdrängung kleiner und mittelständischer Betriebe aus dem Markt genutzt und tun dies auch weiter. Und deswegen unterstützen sie, wenn man so will, das Großkapital mit ihrem Gesetzentwurf, also die Großen gegen die Kleinen. Das ist Fakt, und das ist auch belegbar. Das Ganze ist zudem
auch noch eine familienpolitische Bankrotterklärung. Denn weit über 70% der Einzelhandelsbeschäftigten, die zur Sonntagsarbeit gezwungen werden sollen, sind Frauen und Mütter, in vielen Fällen auch alleinerziehende Mütter, für die der Sonntag bisher der einzige sichere arbeitsfreie Tag der Woche war. In Hessen vollzieht sich seit Jahren eine schleichende Aushöhlung des Sonntags- und Feiertagsschutzes. In immer mehr Bereichen wird an Sonn- und Feiertagen gearbeitet. Mit der sogenannten Liberalisierung des Ladenschlusses haben verkaufsoffene Sonntage sprunghaft zugenommen. Wir lehnen diesen Gesetzentwurf der FDP ab und plädieren im Gegensatz dafür, den Sonntagsschutz wieder auszubauen und die Ladenöffnungszeiten auch an den Werktagen wieder zeitlich zu begrenzen. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Bartelt, CDU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Ladenöffnungsgesetz in Hessen findet breite Akzeptanz. Die Unternehmen mit ihren Arbeitgebern und Arbeitnehmern und die Kunden sind zufrieden. Es gibt keine gesellschaftliche Diskussion, die auf eine Änderung abzielt. Und das ist sicherlich ja auch der Grund, warum so viel Zeit zwischen der ersten und zweiten Lesung verging. Und wenn jetzt eine dritte Lesung beantragt wird, dann erkennt der Antragsteller ja auch selbst, dass hier noch ein Prozess des Nachdenkens und weiterer Gespräche sinnvoll wäre. Denn Sie haben sowohl in Ihrem Gesetzentwurf als auch hier in den mündlichen Vorträgen der ersten Lesung, im Ausschuss und in der zweiten Lesung die Differenziertheit in Abhängigkeit von der Interessenslage, der legitimen Interessenslage der einzelnen Unternehmen hier gar nicht zum Ausdruck gebracht. Es ist schon ein Unterschied, ob man sein Geschäft im Zentrum einer großen Stadt, in einem Stadtteil oder in einer kleinen Gemeinde hat. Denn vermehrte Ladenöffnungs- und verkaufsoffene Sonntage führen zwangsläufig zu einer Zentralisierung des Einkaufes. Und das hat auch entsprechende Auswirkungen auf die Struktur der Städte, die zu bedenken sind. Und das bedarf einer differenzierten Darstellung. Und die ist vom Antragsteller zumindest noch nicht so zum Ausdruck gebracht worden. Der grundsätzlich arbeitsfreie Sonntag berücksichtigt ganz allgemein gesprochen die religiösen Bekenntnisse der Menschen, den Wunsch nach Entschleunigung und Erholung und das Bestreben, einfach einmal mit der Familie zusammen zu sein. Der freie Sonntag hat durch Grundgesetz Verfassungsrang. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht eindeutig erklärt, dass der Sonntag grundsätzlich arbeitsfrei ist. Die Gesetzgeber haben aber die Möglichkeiten, Ausnahmen von dieser Regelung festzulegen. Und das erfordert dann eine entsprechende Diskussion. Es ist aber stets zu beachten, der arbeitsfreie Sonntag ist die Regel, die erwerbstätige Arbeit am Sonntag ist die Ausnahme. Ziel des vorgelegten Gesetzentwurfs, den wir jetzt in zweiter Lesung beraten, ist nun, den Anlassbezug von zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntagen neben den verkaufsoffenen Sonntagen vor dem Weihnachtsfest abzuschaffen. Und das möchten wir so nicht. Ich möchte die Argumente der Debatte in der ersten Lesung jetzt nicht wiederholen. Ich möchte aber auf zwei Aspekte auch in der Anhörung hinweisen. Die Vertreter der Kirchen haben sehr eindeutig und für viele von uns auch überzeugend dargelegt, dass sie einen Wegfall des Anlassbezuges für zusätzliche verkaufsoffene Sonntage als nicht verfassungskonform ansehen. Wenn der Anlassbezug wegfällt, wird aus der Ausnahme eine Regel.
Dies würde sicherlich auch beklagt werden, ganz sicher. Da gab es gar keine Zweifel in den Äußerungen der Vertreter der Kirchen. Und ein Urteil könnte die Gesetzgeber zu Veränderungen der Ladenöffnungszeiten in die eine, aber auch in die andere Richtung auffordern. Jedenfalls würde der heute bestehende Konsens aufgehoben werden. Und das können wir nicht für richtig halten. Dies ist der wesentliche Grund für uns, den Gesetzentwurf in dieser Form derzeit abzulehnen. Die Stellungnahmen der Kommunalen Spitzenverbände, Sie hatten es gesagt, Herr Lenders, wären positiv ausgefallen. Wenn man aber genauer nachliest, ist das eher vordergründig. Die vorgetragene Begründung ist doch hauptsächlich, es sei für die Kommunen schwierig und sehr aufwendig, den Anlaufbezug zu überprüfen und zu bescheiden. Das kann ich sogar nachvollziehen, dass das so ist. Die inhaltlichen Fragen, Einstellung der Bevölkerung, Auswirkung auf das Einkaufsverhalten, Erhalt der Einzelhandelsgeschäfte, gerade in den Stadtteilen und kleinen Gemeinden, kommunale Dienstleistungen im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags, wie etwa öffentlicher Nahverkehr, wurden aber nicht bewertet. Ich unterstelle natürlich nicht, dass dies in den kommunalen Verbänden nicht ausführlich diskutiert worden ist. Aber es gab eben kein einheitliches Meinungsbild, insbesondere kein einheitliches Meinungsbild in Richtung Veränderung und Wegfall des Anlassbezuges. Meine Damen und Herren, das Ladenöffnungsgesetz hat sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt, und eine solche Weiterentwicklung ist sicherlich auch nicht abschließend. Wir werden darüber auch weiter immer wieder diskutieren müssen, und wir wollen das. Aber vor einer Änderung muss ein gesellschaftlicher Konsens festgestellt werden. Und eine Änderung muss zweifelsfrei verfassungsgemäß sein. Und bei dem vorliegenden Gesetzentwurf ist beides zumindest nach unserer Auffassung nicht der Fall. Und das wurde auch insbesondere beim Lesen der Protokolle der Anhörung für uns bestätigt. Wir werden die Diskussion in dieser Sache weiterführen mit allen Beteiligten. Aber ein Gesetzentwurf, wie er jetzt vorgelegt ist, ist für uns kein Konsens und keine Grundlage einer Veränderung. Und deshalb müssen wir leider den Gesetzentwurf der FDP heute hier ablehnen. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Bocklet, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ich habe ja nicht nur meine alte Rede, dann kann ich dir sagen, wann du dazwischenrufen musst. Das steht auch hier. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! In einem Punkt kann ich die FDP verstehen über ihre Zwischenrufe, weil es in der Tat die Anhörung doch deutlich differenzierter war. Aus meiner Wahrnehmung war es in der Tat so, so viel jetzt zur Wahrheitsfindung sollte man schon zugestehen. Es gab zwei Pole. Es gab in der Tat den Städtegemeindebund, den Städtetag und den Landkreistag, und die doch sehr deutlich gemacht haben, dass es ihnen daran liegt, eine rechtssichere Situation zu bekommen als bisher. Und als Hintergrund ist es das. Und ich muss auch sagen, in Gesprächen mit den IHK kann ich das auch durchaus verstehen oder anderen Gewerbetreibenden, die sagen, stellen Sie sich vor, wir haben an Sonntagen, wir planen was über ein halbes Jahr. Wir wollen einen verkaufsoffenen Sonntag zur Belebung, als Marketing-Effekt, wozu auch immer. Wir haben Traditionsfest. So, und dann haben wir das ein halbes Jahr beworben, haben mehrere hunderttausend Euro ausgegeben, und dann verlieren wir wenige Tage oder eine Woche vor diesem Termin verlieren wir vor Gericht, und die ganzen Kosten, die wir ausgehabt haben, ist vor die Hunde. Und das ist doch ärgerlich. Und, also geht es nicht um die Frage der Ausweitung in diesem Punkt, sondern es geht darum, dass es bei dem Konsens der vier Sonntage im Jahr bleiben könnte, aber in der Tat um die Frage in dieser Situation, könnte es so geregelt werden, dass man auch tatsächlich planungssicher sein Geld investiert und am Ende auch diesen Sonntag dann tatsächlich durchführen könnte. Das ist die Problemlage, auf die Ihr Gesetzentwurf eigentlich aufsetzt.
Und es gab ganz sicher auch in dieser Anhörung einen ganz, ganz überwiegenden großen Block, der Ihren Gesetzentwurf abgelehnt hat. So viel sollten Sie dann ehrlicherweise auch zur Kenntnis nehmen. Die Kirchen waren einige Redner, ganz, ganz viele haben gesagt, sie wünschen sich das nicht. Aber es gab in der Tat auch einen Block von Institutionen, und die Spitzenverbände haben Sie erwähnt, Herr Lenders, die gesagt haben, lassen Sie uns noch einmal darüber nachdenken, wie wir diese Krux wegbekommen, dass wir eigentlich viermal im Jahr etwas planen und es dann kurz vorher weggeschossen bekommen. Aber wenn man diese Diskussion jetzt fortführt, haben auch die Vertreter des Städtetages zugegeben, dass die Artikel 140 und auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts den Wegfall des Anlassbezugs leider keine Lösung ist. Also, Sie sehen, ich versuche mich schon sehr differenziert Ihnen zuzuwenden und zu sagen, eigentlich, wenn wir sagen, vier Tage Sonntage im Jahr wäre Konsens unter uns, und eigentlich sollen wir die doch zulassen, dass man sie dann tatsächlich stattfinden lassen kann und sie nicht kurz vorher weggeklagt bekommt, könnte ja der Wegfall des Anlassbezugs könnte das eine Lösung sein. Aber ich finde, das hat leider die Anhörung auch ergeben, dass das eben gerade keine Lösung ist, nicht zielführend ist. Weil es muss nach wie vor dokumentiert werden, eben die Ausnahme von der Regel. Insofern bedarf es nach wie vor einer klar erkennbaren Definition einer Ausnahme. Und die, wir haben Sie dann als Beispiel ja Rheinland-Pfalz gehört, bedarf auch einer sehr umfassenden Prüfung einer Ausnahme. Und deswegen, glaube ich, ist die Antwort am Ende des Tages dann doch die, Herr Lenders und liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, dass der Wegfall des Anlassbezugs keine Lösung sein wird. Und deswegen wird meine Fraktion auch deshalb Ihren Gesetzentwurf nicht zustimmen können. Das Zweite ist, Sie haben auch, ich bin gespannt auf Ihren Änderungsantrag zur dritten Lesung, Herr Lenders und die liebe Kollegen von der FDP. Ich meine, was einhellig abgelehnt wurde, war natürlich, dass das nicht zulasten, dass diese vier Tage noch zusätzliche weitere, wie heißt es, Bezirke, also in dem Fall Stadtteile auch erhalten wird. Ich sage, ich komme aus einer Stadt, es sind 43 Stadtteile, aber manche sagen 46 Stadtteile in Frankfurt. Es wäre praktisch dauerhaft möglich, an jedem Sonntag so etwas durchzuführen. Und auch die anderen Großstädte, Darmstadt, Kassel und so weiter, hätten die Möglichkeit, weit mehr als nur vier Sonntage durchzuführen. Das kann nur jetzt wahrlich keinerlei Interesse hier im Raum sein. Wenn wir alle beteuern, wie wichtig es ist, dass Sonntag ein Tag der Erholung ist, der Ruhe ist, keine Arbeit, dass man die Familien zusammenführen soll, statt sie zu spalten, dann kann es nicht in unserem Interesse sein, dass wir noch mehrere als nur vier Sonntage haben. Das hat leider der Gesetzentwurf leider auch implizit enthalten. Sollten Sie das vorlegen in der dritten Lesung, dass Sie das streichen wollen, wird die Diskussion sicherlich noch einmal spannend. Aber ich will es noch einmal sagen, rein differenziert betrachtet, hätte es eine Lösung sein können, den Anlassbezug zu streichen. Aber es bleibt dann noch einmal, ich wiederhole das noch einmal, dann muss man es mit einer Rechtsverordnung lösen, dann muss es auch angehört werden, dann muss es auch geprüft werden. Eine sorgfältige Abwägung muss erfolgen. Es muss auch mit den Betroffenen gesprochen werden. Es muss auch ein öffentliches Interesse bestehen. Es muss auch eine Rechtsverordnung mit hohem Aufwand erarbeitet werden. Und insofern ist es dann am Ende des Tages leider auch keine Lösung, die etwas einfacher macht, sondern es ist auch verkompliziert. Und insofern bleiben wir dann, dass die momentane gesetzliche Situation in Hessen, so wie sie gelöst ist, wie es Herr Dr. Bartelt eben auch angesprochen hat, wo man nicht wirklich glücklich sein kann, aber sie tatsächlich zufriedenstellend ist für alle Beteiligten in der gesellschaftlichen Diskussion mit der Sonntagsöffnung sehr restriktiv umzugehen, weil das nicht nur das Gesetz und die Gerichte so sehen, sondern weil wir es als Gesellschaft auch verhindern wollen, dass es eine weitere Liberalisierung gibt, dass an immer mehr Sonntagen gearbeitet werden soll. Ich glaube, das sind wir unseren Bürgerinnen und Bürgern, unseren Familien und glaube auch unseren nachfolgenden Generationen schuldig, dass wir heute entscheiden, dass wir so restriktiv wie möglich bleiben. Sonntags sollen und wollen wir grundsätzlich nicht arbeiten. Ich danke Ihnen. Das Wort hat Herr Sozialminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor dem Hintergrund, dass eine dritte Lesung beantragt worden ist, einige wenige nur stichpunktartige Ausführungen. Die vorgeschlagene Streichung des Anlassbezugs widerspricht den Vorgaben von Verfassung und Rechtsprechung. Nach Artikel 140 Grundgesetz ist die Sonn- und Feiertagsruhe verfassungsrechtlich geschützt. Das Bundesverfassungsgericht fordert gerade im Hinblick auf das Berliner Ladenschlussurteil für die sonntägliche Ladenöffnung einen Sachgrund. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof, immerhin die erste Normenkontrollinstanz, hält den Anlassbezug für unverzichtbar.
Der Verweis auf Rheinland-Pfalz, Herr Bocklet hat es eben ausgeführt, führt an dieser Stelle auch nicht in die richtige Richtung. Das Ladenöffnungsgesetz Rheinland-Pfalz fordert zwar keinen Anlassbezug, jedoch stattdessen eine Anhörung, die sehr viel detaillierter ist und sehr viel umfangreicher dann den Anlassbezug darstellen muss in einer Anhörung, damit eine anschließende Genehmigung erteilt wird. Die Sonn- und Feiertagsruhe dient insbesondere der Erholung und der Möglichkeit des familiären und sozialen Zusammenseins. Deren Bedeutung nimmt mit der vollständigen Freigabe der werktäglichen Öffnungszeiten zu. Um ein Aussterben des stationären Einzelhandels sowie eine Verödung der Innenstädte zu verhindern, ist die Ausweitung verkaufsoffener Sonntage nicht der richtige Weg. Da müssen andere Konzepte entwickelt werden, um dieses zu bewerkstelligen. Im Übrigen noch nie haben, Herr Kollege Lenders, wirtschaftliche Gründe eine Rolle gespielt bei der Fragestellung von Ladenöffnungszeiten. Sie waren aber im Wesentlichen Gegenstand Ihrer Argumentation. Und das ist eine ganz gefährliche Richtung, die Sie an dieser Stelle eingehen, weil sie widerspricht an jeder Stelle den verfassungsrechtlichen Vorgaben, im Übrigen auch im Rahmen der Diskussion um die Bedarfsgewerbeverordnung. Die Rechtsunsicherheit bezüglich des Anlassbegriffes erfordert allerdings, und das gebe ich zu, differenzierter Rechtsprechung keine Gesetzesänderung. Die Landesregierung bietet jedoch gerne Hilfestellungen an, wenn es darum geht, den Anlassbezug an dieser Stelle, wie das zu definieren ist. Erfundene Feste sind an dieser Stelle kein Anlassbezug für eine sonntägliche Ladenöffnung. Und der Vorschlag eines bezirksbezogenen verkaufsoffener Sonn- und Feiertage ist problematisch im Hinblick auf den verfassungsrechtlichen Sonn- und Feiertagsschutz. Insbesondere die Beispiele Frankfurt und Kassel zeigen deutlich, wohin das führen würde. Änderungsvorschläge müssen deshalb im Hinblick auf den Sonn- und Feiertagsschutz genau geprüft werden. Das wird geschehen im Rahmen des Evaluierungsverfahrens, das 2018 erfolgen wird. Bis dahin sieht die Landesregierung keine Notwendigkeit einer Gesetzesänderung. Artikel 53 der Hessischen Verfassung: Der Sonntag und Feiertag bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Das ist Artikel 53 der Hessischen Verfassung. Vielen Dank, Herr Chef der Staatskanzlei. Sicherlich wird das dann im Verfassungskonvent auch noch einmal eine Rolle spielen, inwiefern man bei dieser Norm auch in der Hessischen Verfassung bleibt. Insofern haben wir genügend Ansatzpunkte zur Diskussion über die Fragestellung von verkaufsoffenen Sonntagen. Vielen Dank für die. Das Wort hat der Abg. Rentsch, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Kollege Grüttner, ich will auf einen Punkt sehr konkret eingehen, weil natürlich Anhörungen auch gemacht werden, um manchmal einen eigenen Gesetzentwurf zu überprüfen, ob er Sinn macht, ob eine Idee, die man hat, politisch richtig ist oder nicht. Aber gerade zu den Themen, die Sie genannt haben, ist in den Anhörungsunterlagen relativ viel gesagt worden. Und insofern finde ich, macht es die Debatte spannender, wenn man das, was dazu auch juristisch sehr klug ausgeführt worden ist, z.B. von der IHK Arbeitsgemeinschaft Hessen, das dann auch reinzunehmen und aufzunehmen. Das Argument Berlin ist eigentlich kein Argument, das man noch ernsthaft anführen kann, wenn man sich mit der Debatte beschäftigt, weil einige Anzuhörende sehr umfangreich auf die Frage Berlin eingehen und Berlin nämlich das Problem beinhaltet, Herr Kollege Staatsminister Grüttner, dass auch nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, was sich konkret auf die Adventssonntage in Berlin bezog, ich wiederhole es noch einmal, aber die Frage, die Grundsatzfrage des Regelausnahmeverhältnisses thematisiert worden ist und auch nach dieser Entscheidung weiterhin ungefähr 10 verkaufsoffene Sonntage zulässig sind in Berlin. Also es geht nicht um die Frage, ob es überhaupt möglich ist, sondern es ging um einen konkreten Ansatz in dieser Frage. Die Debatte macht mehr Spaß, wenn man darauf eingeht. Ich finde es aber schön und will das auch aufnehmen, was Herr Dr. Bartelt gesagt hat, dass wir noch einmal über die Frage reden, weil ich kann mich gut erinnern, als wir in die Landesregierung eingetreten sind 2009, wir ein sehr verkrustetes Ladenschlussgesetz in Hessen modernisiert haben. Wir haben 6x24 Stunden Öffnungsmöglichkeiten. Kollegin Fuhrmann von der SPD hat damals das Ende des Abendlandes angedacht. Komischerweise schließen die meisten Geschäfte trotzdem um 20 Uhr, weil nämlich der Verbraucherwille anders zu sein scheint, als Sie das damals prognostiziert haben. Sozusagen das Ende des Abendlandes ist ausgeblieben, Herr Kollege Rudolph, aber ganz ehrlich gesagt,
Die Wahrheit und die Realität hat ja die SPD an dieser Stelle mal widerlegt, und das ist ja nicht selten der Fall. Und zum Kollegen Decker, Herr Kollege Decker, ich weiß nicht, in welcher Gesellschaft Sie leben, aber ich mache Ihnen jetzt mal ein Angebot, weil ich glaube, es macht ja Sinn, wenn wir uns auch gemeinsam fortbilden. Den Herrn Rudolph nehme ich auch gerne mit, der wohnt in der Nähe. Ich bin ja gebürtiger Nordhesse, Kasselaner, bin jetzt in den nächsten Wochen häufig in Kassel. Wir gehen mal gemeinsam zum Einzelhandelsverband und unterhalten uns mal mit denen, welche Funktion eigentlich der verkaufsoffene Sonntag hat. Und der verkaufsoffene Sonntag hat eine wichtige Funktion in der Frage, weil, und da scheinen Sie leider die Realität nicht ganz zu kennen, viele Einzelhändler wirtschaftlich größte Probleme haben, weil nämlich das Thema E-Commerce, Onlinehandel, Herr Kollege Rudolph, keine Begrenzungen kennt, sondern 365 Tage im Jahr öffnen kann und es dort keinen Sonntag gibt, der in irgendeiner Form die Frage der Öffnung reguliert. Und diesen Wettbewerb, diesen ungleichen Wettbewerb, den wollen wir gemeinsam, und deshalb sieht es das Hessische Ladenschlussgesetz ja auch bisher vor, wenigstens an 4 verkaufsoffenen Sonntagen, nicht mehr und nicht weniger, dem Einzelhandel ermöglichen, auch auf sein Geschäft aufmerksam zu machen und sein Geschäft quasi zu präsentieren. Darum geht es. Und deshalb, ich will das gerne aufnehmen. Unser Gesetzentwurf sieht ausdrücklich vor, dass es nicht mehr als 4 geben soll, 4 verkaufsoffene Sonntage. Es bleibt dabei. Es bleibt auch nach unserer Änderung an einem, bei einem eng umgrenzten zeitlichen Öffnung nicht mehr als 6 Stunden außerhalb der Hauptgottesdienste. Auch weiterhin darf an hohen Feiertagen nicht geöffnet werden. Und zum Thema Anlassbezug, auch dort bietet der Blick in die Anhörungsunterlagen relativ viel Aufschlussreiches. Es gibt den Anlassbezug auch in Niedersachsen nicht, in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Auch dort hat das Bundesverfassungsgericht nicht festgestellt, dass es nicht geht, sondern dass es geht, meine Damen und Herren. Also insofern, glaube ich, müssen wir an der Stelle uns gemeinsam noch einmal zusammensetzen. Ich nehme das gerne an, das Angebot. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn wir uns dort gemeinsam zusammensetzen. Herr Dr. Bartelt hat das gesagt. Ich bin gerne bereit, auch unseren Gesetzentwurf zu ändern. Und ein letzter Punkt, Herr Kollege Decker, zum Thema Verdi und Kirchen. Das finde ich einen schönen Punkt, den Sie genannt haben. Wissen Sie, ich kriege die umfangreichsten Stellungnahmen von Verdi, lese ich auch, aber natürlich auch von den Kirchen. Und die umfangreichste Stellungnahme zum Ausbau des Terminal 3 habe ich von der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau bekommen. Ein Fachverband, wenn es um wirtschaftliche Fragen geht. Und ich würde mich freuen, Herr Kollege Decker, wenn die Kirchen z.B. dann auch darauf verzichten würden, ihre Kirchensteuer mit der Kapitalertragssteuer zu verrechnen. Das wäre eine spannende Sache, weil die Kirchen, Herr Kollege Schaus, weil die Kirchen in Deutschland massiv davon profitieren, wenn es Wirtschaftswachstum gibt. Ich werde mich aber gerne dafür einsetzen, dass wir über diese Frage mal reden. Wenn es dort eine Nähe gibt zwischen Wirtschaftswachstum und Kirchensteuern, finde ich richtig, dass wir über diese Frage mal reden, ob das richtig ist, weil ich glaube, definitiv Herr Dulige ist sicherlich ein Fachmann, aber wir werden uns mal damit auseinandersetzen, weil wirtschaftlicher Sachverstand sollte dann, Kollege Schaus, wenn Sie immer reinbrüllen und immer versuchen, sozusagen keinen Beitrag zu leisten, wird ja die Aussage nicht besser. Kommen Sie doch mal hier vorne hin, versuchen mal etwas Substantiertes zu sagen, dann kann man sich auch mit den Worten auseinandersetzen. Ich kann Sie auch kaum verstehen, weil es wenig sozusagen zu erkennen ist. Die Wörter sind so in einem. Ja, aber Herr Kollege Schaus, es ist doch gerade von Ihnen angesprochen worden und vom Kollegen Decker, vielen Dank für den Hinweis, dass die Kirchen sich hier ausdrücklich gegen eine Öffnung ausgesprochen haben. Und ich glaube, es ist richtig, dass man sich dann auch mit der Frage auseinandersetzt, ob es dort in irgendeiner Form auch sozusagen Parallelen gibt zwischen Wirtschaftswachstum und Kirchensteuer. Ich finde, das ist eine spannende Debatte, die man mal führen sollte in diesem Land. Abschließend, ich würde mich freuen, erstens, wenn der Kollege Decker, ja, Herr Kollege Roth, schön, dass Sie da auch lachen als ehemaliger Kirchenmann. Sie sind ja schließlich bezahlt worden von Menschen, die Kirchensteuer zahlen. Also muss man ja mal sagen. Und insofern glaube ich, ein bisschen mehr Respekt gegenüber den Steuerzahlern, ein bisschen mehr Respekt gegenüber den Steuerzahlern. Ja, aber Herr Kollege Roth, es wird doch wohl noch möglich sein, dass wir über ein Thema wie den Einzelhandel eine Diskussion führen. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss. Vielen Dank, Herr Präsident. Dem es wirklich an vielen Stellen schlecht geht, ohne dass das Totschlagargument kommt, die Sonntagsruhe ist damit wirklich gefährdet. Ich nehme den Anruf, den Sie gerade gemacht haben, gerne auf. Auch das, was der Kollege von der CDU gesagt hat, dass wir noch einmal über unseren Änderungsantrag sprechen. Kollege Decker hat ja gleich das Wort. Das finde ich gut. Wir werden uns gemeinsam überlegen, wo wir unseren Gesetzentwurf verbessern können im Interesse der Menschen in diesem Land. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Kollege Decker. Wolfgang, hast eine Minute mehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Jetzt will ich zunächst vorausschicken, Sie haben Ihrer Freude Ausdruck verliehen, wenn wir dies oder jenes tun. Ich würde mich freuen, Herr Kollege Rentsch, wenn Sie solche Verbindungen zwischen Entwicklung der Wirtschaft und der Kirchensteuer mal außen vor lassen. Das eine hat mit dem anderen hier wirklich nichts zu tun. Das ist auch völlig fehl am Platz. Ich würde mich des Weiteren sehr freuen, wenn es auch möglicherweise Ihnen schwerfällt, wenn Sie das Ganze auch einmal aus der Sicht der Arbeitnehmerschaft betrachten, was es bedeutet, wenn Sie am künftigen Sonntag mehr arbeiten müssen, meine Damen und Herren. So, und jetzt will ich noch einmal zwei Anmerkungen machen zu der Anhörung. Ich hatte jetzt zeitweise den Eindruck, als würden Sie ein völlig falsches Bild der Anhörung stellen. Aber der Kollege Dr. Bartelt hat ja freundlicherweise auch, wie Kollege Bottlet, noch einmal in einzelnen Teilen dargestellt. Natürlich gab es zwei Blocks, die sich gegenübergestanden haben, ein bejahender und ein ablehnender. Aber der bejahende Block war so und der ablehnende Block war so groß. Das gehört dann also auch zur korrekten Auswertung dieser Anhörung. Ich kenne mich aus in Kassel. Wir können ja miteinander so sprechen, wir verstehen uns. Ich kenne mich aus in Kassel, ich kenne auch meine Einzelhändler und bin auch treuer Kunde bei Einzelhändlern und nicht bei anderen, deren Namen ich nicht nenne, nicht übers Internet. Ja? Und ich weiß, was die Leute denken. Und ich weiß vor allen Dingen, was die Verkäuferinnen denken und die Verkäufer, die da stehen, wenn sie sagen, scheiß langer Sonntag. Entschuldigung, das war jetzt unparlamentarisch, aber die Menschen denken so. Das gehört auch zu dem Bild. Und jetzt möchte ich noch einmal dringend davor warnen. Es ist auch hier von Herrn Minister Grüttner zu Recht angesprochen worden. Lassen Sie uns bitte die Diskussion um die Ladenöffnungszeit nicht derart überhöhen, als wenn es künftig von der wirtschaftlichen Entwicklung zentral abhängen würde, dieses Thema. Das geht nicht. Das erinnert mich ein bisschen an die Diskussion mit dem Mindestlohn, als wir den durchgesetzt haben. Da haben Sie einen Antrag hier reingebracht von Seiten der FDP mit einer Zahl über die wegfallenden Minijobs und haben das als ehemals wirtschaftsliberale Partei als den Untergang des wirtschaftlichen deutschen Abendlandes dargestellt. Lassen Sie uns die Diskussion an der Stelle bitte nicht fortführen. Die ist völlig falsch. Kassel und andere Städte haben sich auch ohne längere Ladenöffnungszeiten an Sonntagen kräftig entwickelt. Wenn man etwas Besseres machen kann, wenn es vernünftig ist und es einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, Kollege Rentsch, wenn es einen gesamtgesellschaftlichen Konsens darüber gibt, würden wir uns dem auch nicht versperren. Aber den kann ich bei Weitem nicht erkennen, auch nicht nach der Anhörung. Wir werden sehen, was Sie zur dritten Lesung dann, die irgendwann möglicherweise vor der Kommunalwahl, ich weiß nicht, ob Sie das ein bisschen hochziehen wollen, das Thema in der Richtung, aber das ist eine andere Geschichte. Wir sind gespannt auf das, was Sie dann an Änderungen vorbringen, und da werden wir erneut darüber diskutieren. Dann sehen wir uns hier wieder. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Decker. Das besagte Zitat machen wir in Anführungszeichen, nach was eine Zitierung, dann ist wieder erlaubt. Okay? Wunderbar. Und wir haben es auch alle verstanden. Das kommt dann zu. Es liegt auch keine weitere Wortmeldung mehr vor. Dann kann ich darüber abstimmen lassen. Nein, wir haben eine dritte Lesung beantragt. Dann stelle ich fest, dass die zweite Lesung durchgeführt worden ist. Und wir verweisen es in den zuständigen Ausschuss zur Vorbereitung der dritten Lesung. Kein Widerspruch, so beschlossen. Im SIA, nicht INA. SIA, ja, okay, klar. Da rufe ich auch. Toll hier den Punkt. Bitte was? Es ist der Minister Grüttner ist eindeutig nicht der Wirtschaftsminister. Jedenfalls habe ich das bis jetzt immer so gedacht. Bleibt doch dabei. Gut, okay. Als SIA. Okay, danke schön.